Schatz, ich habe deine Lieblingspizza mitgebracht. Versteck dich. Schnell, schnell, schnell. Sie Schatz, ist noch warm. Du kommst zu früh. Ist irgendwas passiert? Warum hast du nur eine Unterhose an? Ich wollte dich mit Cupcakes überraschen. Was war das? Claire? Was macht sie denn hier? Oh Gott, sie ist nicht nur hässlich, sondern auch noch dumm. Wie konntest du nur... Sarah. Hey. Komm schon, ich lieb dich immer noch. Komm schon? Ja. Du bist so tief gesunken. Oh, viel tiefer als du denkst. Raus hier. Ihr beide. Sarah. Hey, Sarah. Raus hier. Raus aus meinem Haus. Raus mit euch alle beide. Verschwindet von hier. Sarah, was ist denn los? Geht es Nein, dir gut? Nein, mir geht es nicht gut. Deine Frau betrügt dich. Mit meinem Mann. Was? Ja, genau. Schatz, reg dich nicht auf. Ich bitte dich. Fass mich nicht an. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was Jack und ich tun würden, um uns an unseren Geliebten für ihren Verrat zu rächen. Ich bin Sarah und dies ist meine Liebesgeschichte. Geh ins Haus. Schatz, lass uns wieder ins Haus gehen und reden, okay? Gehen wir rein und reden, okay? Hau ab, geh weg und komm nie wieder in meine Nähe. Verschwinde von hier, sofort! William hatte recht. Alle sagten zu mir, dein Mann ist doch so schön. Warum hat er überhaupt dich geheiratet? Aber ich glaubte ihm, dass er mich liebt. Es reicht. Keine Liebe mehr. Es ist keiner da. Gehen Sie weg! Was ist los? Toll. Jetzt bemitleidet er mich noch. Ich bin so eine Versagerin. Aber der Nachbar hörte nicht auf. Oh Gott! Er brachte mir jeden Tag Frühstück und Mittagessen. Aha! Bald war ich froh darüber. Aber eines Morgens lagen anstelle von Essen Blumen vor der Tür. Was soll ich damit anfangen? Hi. Wegen deines Essens sammeln sich bald Waschbären vor meiner Tür. Und wozu sind diese Blumen da, hä? Oh, endlich bist du da. Was war das jetzt? Du bist verrückt. Was soll's? Sie können sich am helllichten Tag leidenschaftlich lieben und wir nicht? Warum eigentlich? Sind wir einfach so gewohnt, Verlierer zu sein? Oh mein Gott. Das ist das Sexieste, was ich je gehört habe. In diesem Moment ergriff eine wilde Leidenschaft die Kontrolle über mich. Und ich konnte ihr nicht widerstehen. Und ich wollte es auch nicht. Au! Alles okay? Ja. Keine Sorge. Mir ist auch aufgefallen, wie schön Jacks Augen sind. Deine Augen sind wunderschön. Ich wollte dir gerade das Gleiche sagen.
Wir tranken den ganzen Abend Wein, lachten und erzählten uns gegenseitig, wie man in einer Ehe lebt, in der man immer schlechter angesehen wird als der Partner. Hör mal. Willst du mit mir auf ein Date gehen? Was? Oh, Jack. Was ist los? Ich denke, wir sind schon zu weit gegangen. Warum? Ich meine, wir kennen uns. Wir leben hier seit unserer Kindheit. Und ich verstehe, dass es blöd ist, dass ich so lange gebraucht habe, um zu erkennen, wie cool du bist und wie hübsch. Danke, aber... Komm schon, geh auf ein Date mit mir. Jack, ich beende gerade eine Beziehung. Ich will nicht noch mal leiden müssen. Sarah. Entschuldige. Sarah. Es schien, als würde ich einen großen Fehler machen. Doch ich konnte keine neue Beziehung anfangen, gleich nachdem mein Mann mich betrogen hatte. Der wahre Fehler meines Lebens wartete bereits auf mich zu Hause. Schatz! Was machst du in meinem Haus? Gott, was ist nur los mit dir? Du hast doch gesehen, wie verführerisch unsere Nachbarin war. Wie konnte ich widerstehen? Was? Sollen wir, noch Pizza bestellen? Ich hätte gern eine mit Doppelkäse. Willst du mich verarschen? Hör zu. Du weißt doch, dass du niemand Besseren finden wirst. Und ich will nicht mehr in einem Hotel leben. Das ist es also. Eigentlich ist es so. Ich habe bereits jemand Besseren gefunden. Ist der blind? Wer ist er? Es ist Jack, unser Nachbar. Und wir haben noch nicht einmal miteinander geschlafen. Und heute gehen wir auf ein Date. Oh, er geht zurück zu seiner Frau, sobald sie mit den Fingern schnippt. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Ich werde es dir beweisen. Jack, bist du da? Aber hinter der Tür des Nachbarn erwartete mich ein weiterer Schlag. Claire? Hallo! Das ist nicht zu fassen. Was machst du denn hier? Oh, wolltest du Jack verführen? Vergiss nicht, jemand wie du wird immer gegen jemanden wie mich verlieren. Geh zurück zu deinem Ex, Versagerin. Ciao, ciao! Kann es sein, dass mein Ex die ganze Zeit recht hatte? Und dass alles, was ich in Sachen Liebe haben kann, ein Betrüger ist? Ist das mein Schicksal? Siehst du? Ich hab doch gesagt, dass ich der Beste für dich bin, Sarah. Nein, Claire. Es ist vorbei. Ich habe endlich gesehen, was du wirklich bist. Und ich sehe keine Schönheit mehr. Es ist vorbei. Keine Frau wird dich wollen. Wer braucht dich außer mir? Ich brauche dich. Oh, wie süß. Heißt das das? Wir doch auf ein Date gehen? Morgen. Übermorgen. Sogar jeden Tag. Willst du dir meine Adresse aufschreiben? Oh. Hier ist kein Platz für Versager. Raus aus meinem Haus. Oder soll ich die Polizei rufen? In diesem Moment wurde mir klar, dass man die Liebe sogar in den schwersten Zeiten finden und wieder glücklich werden kann.